Sirene. Wir gehen mit einem 12 zu 14 in die Halbzeit. Thank you.
20 zu 32 für die Gäste. Ich darf bei mir begrüßen den Gästetrainer Stefan Weidinger. Schönen guten Abend. Und RHC-Coach Dominik Butin. Stefan, erstmal Glückwunsch an dich und deine Mannschaft. Das gehört sich so. Habt ihr verdient gewonnen. Dynamischer Auftritt deiner Damen. Und mit einem Sahnestart habt ihr es ein bisschen holprig in der zweiten Halbzeit damit ziehen gemacht. Wie hast du das Spiel gesehen? Erzähl uns bitte. Ja, vielen Dank erstmal. Vielen Dank auch an alle. War, glaube ich, ein mega Spiel, mega Stimmung. Hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren in gewisser Weise irgendwie angezündet. Wir wollten unbedingt unsere Serie behalten. Ja, ist der Auswärts umgeschlagen. Genauso wie ihr natürlich daheim umgeschlagen sein wolltet. Aber ich glaube, man hat es gesehen. Die Mädels haben gebrannt. Ich glaube, wir hatten einen guten Matchplan, von dem wir waren die ersten 10 Minuten natürlich nahezu perfekt von unserer Seite. War aber auch klar, dass das nicht so weitergeht. Ja, Rostock hat unglaublich viel Qualität. Von dem her war es klar, dass es ein super enges Spiel wird, dass es in den letzten Minuten entschieden wird. Aber klar, schlussendlich hat uns hinten raus die Anfangsphase geholfen. Aber wir hatten, glaube ich, was heute entscheidend war, wieder gute Abwehr gestellt und einfach 60 Minuten Tempospiel. Ja, wir haben jeden Spieler, glaube ich, gnadenlos bestraft. Und von dem her bin ich mit meiner Mannschaft sehr, sehr zufrieden. Und auch an die Mädels und nochmal danke an alle für das geile Spiel. Ja, vielen Dank, Stefan, für deine Worte. Erlaube mir eine Nachfrage. 24 Sekunden vorm Ende. Was erzählt man bei 4 Toren vor noch seiner Mannschaft in dem Augenblick? Schlussendlich geht es um jedes Tor. Ja, wir wissen nicht, wie wir noch die nächsten Spiele spielen, wie die spielen. Es geht um jedes Tor, von dem man nichts für irgendwas Arrogantem oder so zu tun. Wir wollten einfach nur ganz schlussendlich so hoch wie es geht gewinnen. Und es sind wenige Spiele. Es geht um jedes Tor, von dem her, das ist das Einzige, was wir dann noch versucht haben. Ja. Okay, dann wünschen wir euch natürlich erstmal eine schöne Heimfahrt dann und dann Erfolg darf man ja durchaus für die kommenden Spiele wünschen. Dominik, Stefan hat es gerade schon gesagt, eine Serie ist heute gerissen, nämlich die Heimserie deiner Mannschaft. 4 Tore minus am Ende, bei 19-19 waren sie dran, bei 25-25 waren sie dran, am Ende hat es nicht gereicht. Warum? Also erst nochmal ein größter Glückwunsch zu Simon hier. Sicherlich am Ende ein bisschen zu hoch. Ich möchte an der Stelle auch nochmal erstmal ein Kompliment an die Zuschauer abgeben, die heute eine mega Stimmung gemacht haben. Und auch die Zeit dazu beitragen, dass wir nach der schlechten Anfangsphase wieder ins Spiel reinkommen. Zweite Halbzeit, wir sind zweimal dran. Das spielen wir nicht zu unserem größten Kitten, weil wir dann wieder ungünstige Abschlüsse in das gesamte Spiel dann auch wählen, die nicht optimal ausgespielt sind. Wir haben insgesamt 25 Fehlwürfe und es ist dann eben auch schwer, so ein intensives Spiel die zwei Punkte zu behalten. Ja, einfach erklärt, vielen Dank, Dominik. Nächsten Samstag geht es gegen Frankfurt. Da geht es dann, wenn man aufsteigen will, dann tatsächlich um alles. Da muss dann ein Sieg her. Gib uns einen Ausblick. Ja, wir wollen lesen natürlich nochmal die zwei Punkte holen. Wenn ich seit dem Sieg noch vorbereiten, Frankfurt haben wir diese Saison zweimal geschlagen. Dennoch sollten wir sicher vielleicht schöner nehmen. Wir können 4 Punkte mit Frankfurt an Selbstvertrauen mitnehmen. Wir sind uns trotzdem aber fokussiert auf vorbereiten, damit wir dann auch so oder so in die Saison und Erfolgserlebnis abschließen können.